Du hast eine Henne und sie sitzt lange auf dem Nest, aber du weißt nicht, ob sie wirklich klucken möchte? Ich habe hier die fünf Dinge zusammengefasst, an denen du eine Glucke erkennst. Es ist nicht immer einfach, eine Glucke zu erkennen. Gerade wenn man noch nicht so viele Glucken hatte und noch nicht so viele Vergleichswerte hat, dann ist es ganz schön tricky. Und dabei wäre es eigentlich ganz gut zu wissen, ob es dieses Jahr mit der Naturbrut klappt oder nicht. Und damit es dir leichter fällt, habe ich mir überlegt, an welchen fünf Punkten man eine Glucke erkennen kann. Dazu zeige ich dir, wo es möglich ist, Videos von meinen Hühnern, damit du weißt, wie das, was ich beschreibe, klingt und aussieht. Los geht's! Glucken stehen nur super selten auf. Eine Glucke, die fest sitzt, steht am Tag nur ein- oder zweimal für kurze Zeit auf. In der Zeit erledigt sie die wichtigsten Dinge wie Fressen, Koten und sich im Sand baden. Aber meist sitzt sie auf den Eiern und hält diese warm. Damit die sich entwickeln können, brauchen die eine konstante Temperatur. Und ja, deshalb wird eine Glucke nicht zu lange von den Eiern wegbleiben, damit die nicht auskühlen. Zweitens. Glucken drehen die Eier unter sich immer wieder mal rum. Die wenden die mit dem Schnabel, sodass die von allen Seiten gleichmäßig warm gehalten werden. Drittens, Glucken haben einen Brutfleck. Mit Brutfleck ist so ein Bereich am Brust- bzw. Bauchbereich vom Hühnchen gemeint, an dem sich keine Federn befinden. Also da ist die Haut einfach direkt an den Eiern dran und dadurch werden die auch schön warm gehalten. Ich denke, dass die Hühner sich die Federn dort auszupfen, aber vielleicht fallen die auch von selbst aus. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn jemand genaueres dazu weiß, schreibt mir gerne einen Kommentar. Würde mich interessieren. Viertens. Glucken drücken sich so an den Boden, dass es schon fast ist, als würden sie sich am Boden oder am Nest festkrallen wollen. Also eine Glucke sitzt ja richtig lange Zeit im Nest auf den Eiern und sie will nicht aufstehen. Und wenn man ihr zu nahe kommt, dann bauscht sie ihre Federn auf und vielleicht pickt sie auch nach einem. Manche Hühner verhalten sich auch so, wenn sie nur ein Ei legen wollen. Aber üblicherweise stehen sie lieber auf und legen später ein Ei, wenn es ihnen zu unangenehm wird. Glucken sind da anders. Wenn eine Glucke wirklich fest sitzt, kannst du sie aus dem Nest herausheben und sie wird sich erstmal weiter am Boden festkauern. Eventuell schüttelt sie sich danach und beschwert sich lautstark und kehrt dann innerhalb von wenigen Minuten wieder aufs Nest zurück. Das Video die ganze Zeit ist von der Glucke. Und zum Vergleich habe ich hier ein Video von einer Henne, die einfach nur ein Ei legen will und die halt aus dem Nest rausgehoben wird. Ja, und dann, last but not least, fünftens, das Geräusch. Glucken geben ein bestimmtes Geräusch von sich. Und zwar auch schon bevor sie sich hinhocken. Es klingt wie und daher kommt auch die Bezeichnung Glucken. Das Geräusch ist je nach Hühnerrasse ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ein bisschen leiser, manchmal ein bisschen lauter, manche machen das mehr, manche machen das weniger. Aber achte mal darauf, ich habe hier ein paar Videos von unterschiedlichen Hühnern, die glucken. Wenn man sich erstmal an das Geräusch gewöhnt hat, dann erkennt man das. Es klingt einfach nicht wie Gackern. Ja, ich hoffe, das Video war für dich hilfreich, denn den Hühnern geht es gut und es gibt hoffentlich bald Küken. Abonnier meinen Kanal, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ich veröffentliche jeden Sonntag neue Videos. So kannst du von meinen Erfahrungen profitieren und ja. Wenn dich irgendein bestimmtes Thema interessiert, dann schreib mir das in einem Kommentar. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und gute Gesundheit. Mach's gut. Bye.